Hallihallo zusammen. Wir haben eine Kleinigkeit, aber wirklich nur Kleinigkeit in der Samba für euch. Falls noch niemand Rocks getanzt hat, die bauen wir jetzt gleich mal ein. Und zwar tanzen wir mal Bishop vorweg. 1, 2, 3 und 4. Und jetzt tanzen wir zwei Rocks, das heißt Schritt, Schritt. Er rechts, links und sie links, rechts. Noch einmal. Erster Bishop, zweiter Bishop jetzt. Schritt, Schritt. Gerne mit ein bisschen Hüftaktion, aber je nachdem, wie eingerostet ihr so seid in der tanzfreien Zeit. Jetzt kommt ein roter Fokus, wie der Herr mit dem rechten Fuß an der Dame vorbeigeht und die Dame wird rückwärts geführt, so hat sie rückwärts roter Fokus. 1 und 2, 3 und 4. 1 und 2, 3 und 4. Wenn ich auf der rechten Herrenseite, das ist das 3 und 4, die Dame nicht mit umdrehe, landen wir automatisch in der Promenade. Gehen dann vorwärts und klappt einfach in den Bishop wieder zu. Zeigen wir euch nochmal. Der Bishop zu Beginn. Jetzt kommen die Rocks. Schritt, Schritt. Er hat rechts frei, vorwärts, an ihr vorbei. Sie hat rückwärts den linken Fuß frei für die rückwärts rote Fuß. Jetzt auf meiner rechten Seite drehe ich mich um, aber ich drehe Alex nicht um. Ich halte sie also in der Promenade fest. Vorwärts, zuklappen. Noch einmal. Jetzt kommen die Rocks. Schritt, Schritt. Roter Fogo, roter Fogo, roter Fogo. Nur der Herr dreht in die Promenade und zuklappt. Einmal für euch zur Ansicht andersherum. 1, 2, 3 und 4. Schritt, Schritt. 1, 2, 3 und 4. 1, 2, 3 und 4. Promenade und zuklappt. Probiert's aus. Macht Spaß, ist gar nicht schwer. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.